Get Flexible heißt mein jetziges Pilates-Programm und wir beginnen in der Rückenlage. Leg dich mit dem Kopf ab und beginne dein Becken einzurollen und wieder zu kippen. Wir werden verschiedene Blöcke machen und das Ganze in einem kleinen Flow. Nimm die Arme nach hinten und beweg dein Becken weiterhin auf und ab. Nimm die Arme wieder nach vorne, wieder nach hinten, wieder nach vorne und nach hinten. Bleib platziert, die Arme gehen auseinander. Lass deine Atmung fließen. Die Arme oben lassen und dann beginne hier zu kreisen. Zieh die Oberschenkel an deinen Brustkorb an, die Hände auf deine Knie und dann auch hier im Hüftgelenk kreisen. In die andere Richtung. Und dann stell deine Beine auf und dann beginnen wir schon mit unserem ersten Flow-Block. Arme seitlich neben dir, zieh die Schultern von den Ohren weg, streck die Arme langsam nach oben aus, atme ein und ausatmen, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben zu Basic Bridging auf. Atme hier ein, Wirbel für Wirbel abrollen, die Arme seitlich neben deinem Körper ablegen, einatmen, rechtes Bein nach oben, ausatmen, nach außen kreisen. Und andersherum. Aufsetzen, einatmen und aus. Einatmen, ausatmen, nach oben, oben einatmen, ausatmen, wieder nach unten. Arme seitlich, einatmen, rechtes Bein, ausatmen. Achte auf deine neutrale Position, aufsetzen, einatmen, linkes Bein, kreisen aus. Und aufsetzen, wir nehmen noch eine Übung dazu, Leg Circle. Rechtes Bein ausstrecken, immer noch eine leichte neutrale Position. Entweder das Bein komplett ausstrecken oder leicht angewinkelt lassen. Kreisen aus. Wir kombinieren. Arme nach oben, einatmen, ausatmen zu Basic Bridging nach oben. Oben einatmen, ausatmen nach unten. Dann kommen die Oberschenkelkreise, einatmen, aus. Andersrum. Einatmen, ausatmen, kreisen, andersrum, einatmen, rechtes Bein strecken, aus, Wechsel ein, einatmen und wieder nach oben. Ausatmen, ein und aus, einatmen, aus.
einatmen, aus. Letztes Mal Leg Circle und kreisen. Und aufsetzen. Dann gehen wir wieder zu Basic Bridging nach oben. Ausatmen. Diesmal bleibt das Bein oben. Einatmen. Und ausatmen. Hier kreisen. Einatmen. Aufsetzen. Wechseln. Auskreisen. Ausatmen, wieder abrollen, einatmen, ausatmen, nach oben, einatmen, aus, ausatmen, abrollen, Kopf nach oben, Oberschenkel ranziehen, einatmen und ausatmen, ein und aus, einatmen und ausatmen, einatmen, auf den Rücken abrollen, zu Basic Bridging nach oben, ausatmen, kreisen, einatmen, achte auf deine Beckenknochen, kreisen, Wirbel für Wirbel nach unten abrollen, Kopf nach oben nehmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, noch einmal einatmen, ausatmen, einatmen, aufsetzen, letzte Runde, nach oben ausatmen, einatmen, rechtes Bein nach oben, im Hüftgelenk kreisen, langsam aufsetzen und wechseln, ausatmen, kreisen, aufsetzen, einatmen, nach unten ausatmen, Kopf nach oben nehmen, einatmen und aus. Die Lendenwirbelsäule fest auf deine Matte und dann langsam lösen. Aufsetzen, wieder nach unten abrollen, ausatmen, neuer Block. Wieder Basic Bridging nach oben. Ausatmen, nach unten, einatmen, ausatmen, komm nach oben, zum Sitzen. Dreh dich nach rechts auf, rotiere deine Wirbelsäule. Einatmen, ausatmen, einatmen, nach unten abrollen, ausatmen. Einatmen, die Beine aufstellen. Neuer Block. Ausatmen, wieder Basic Bridging. Nach oben aufrollen, das Gewicht zwischen den Schulterblättern. Wieder nach unten abrollen, dabei ausatmen. Einatmen, streck deine Beine und deine Arme aus. Roll up nach oben. Aus, Bauch zieht nach innen. Komm nach oben. Setz dich aufrecht hin. Dreh dich auf, atme aus. Zur Mitte ein, rotieren aus. Zur Mitte ein, nach unten abrollen. Die Beine aufstellen. Einatmen, ausatmen nach oben. Oben einatmen. Ausatmen wieder nach unten.
Die Beine strecken, die Arme gehen zur Decke. Atme ein, ausatmen, komm nach oben, Wirbel für Wirbel, roll up, streck dich weit nach oben, ausatmen, dreh dich auf, zur Mitte, Seite wechseln und zur Mitte. Letzte Runde nach unten abrollen, einatmen, die Beine aufstellen, ausatmen, Basic Bridging. Nach oben, oben einatmen, ausatmen, nach unten, einatmen, strecken, nach oben aufrollen, Wirbel für Wirbel, Bauch nach innen ziehen, zieh dich hoch, rotieren, aus und ein und aus und ein. Wir bleiben hier, atme hier ein. Ausatmen nach vorne, einatmen, ausatmen, abrollen, einatmen, die Beine in die Stufenposition, ausatmen, die Beine gehen scherenförmig auseinander, wieder zusammenfügen und wieder auseinander und wechseln, einatmen, strecken, ausatmen, nach oben kommen, zieh dich hoch, einatmen, ausatmen, nach vorne, ausatmen, nach hinten, einatmen, die Beine in die Stufenposition, ausatmen, die Beine gehen auseinander, Bauch ist fest, Bauchnabel fest nach innen ziehen, gerne auch in die Imprint-Position gehen, das heißt die Lendenwirbelsäule nun fest auf deine Matte, die Beine ausstrecken, einatmen, wieder nach oben kommen, ausatmen, einatmen, hochziehen, nach vorne in den Spine-Stretch, einatmen, letzte Runde nach unten, ausatmen, Beine in die Stufenposition, ein, aus. Ein, strecken, nach oben kommen, ausatmen und dann schwing deine Beine nach hinten und wir kommen in die Bauchlage. Der Rücken ist gerade, Kopf in Verlängerung, Blick in Richtung Boden. Atme hier ein, ausatmen, erstmal Press Up. Einatmen nach unten, ausatmen in den Swan Dive. Einatmen, ausatmen, Arme beugen. Einatmen, lang ziehen. Scheitelpunkt nach vorne, lange Beine, einatmen, aus, einatmen nach unten, ausatmen, lang ziehen ein, aus, Brustkorb heben, ein nach unten, und die Bauchdecke nach innen oben anheben. Wieder nach unten ausatmen. Die Arme eng am Körper. Lang strecken. Aus nach oben. Wieder nach unten. Ausatmen. Die Bauchdecke nach innen oben anheben. Powerhouse aktiv. Bauchnabel nach innen ziehen. Letzte Runde. Und dann nach hinten, den Rücken lang ziehen, Arme lang.
Nach vorne aufrichten. Einmal die Arme nach oben zur Decke strecken. Setz dich so hin, wie es für dich am bequemsten ist. Und einmal hier lang werden. Die Arme absenken. Der Kopf geht zur Seite. Wieder nach oben. Und noch einmal zur Seite, diesmal zur anderen. Und dann die Schultern nach hinten kreisen. Und nach vorne. Und dann hoffe ich, dass du ein bisschen flexibler geworden bist. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mehr Pilates gibt es bei uns im Pilates-Channel. Das Ganze ist kostenlos. Einfach abonnieren und dann hast du immer das aktuellste Video. Ich würde mich freuen.